Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist hier der Beginn der Füllungen. Wir sind hier in dem Raum, wo das gekocht wird. Und wir machen jetzt die Füllung von? Vier Karamelle, gefüllte mit Mascarpone und Walnuss. Ah, super. Die Rohstoffe sind alle ausgesucht, alle ausgewählt. Wir haben verschiedene, wir haben nicht, zum Beispiel nicht nur eine Sorte Ricotta. Wir haben mittlerweile drei Sorten Ricotta. Eine, die wir wirklich ganz cremig für die handgemachte Pasta verwenden. Eine, die etwas fester ist für die Maschine, damit über die Maschine dosiert werden kann. Also es ist bei uns so immer, wenn wir in Zutaten schreiben, wir schreiben Ricotta, wir schreiben Mascarpone, wir schreiben Walnüsse, importieren 80% unserer Rohstoffe aus Italien, und wir kaufen direkt bei Produzenten. Es geht nicht um Geld zu sparen, es geht nicht mit dieser Mentalität immer direkt zu kaufen, sondern es geht, dass wir wirklich für jedes Produkt das passende Produkt für uns haben. Jeder Mascarpone ist anders. Und wir haben uns den besten Mascarpone ausgesucht, mit dem wir für unsere Verhältnisse passt für die Füllungen. Das gleiche ist bei Ricotta, das gleiche ist bei Käse. Ob jetzt die Birne sind, die getrocknete Tomaten, die wir zum Beispiel selbst marinieren und selbst wolfen und schneiden. Also keine vorgefertigten Produkte, sondern immer von vorne an alles nach unseren Rezepten vorbereiten. Grana Padano zum Beispiel, wir verwenden nur Grana Padano oder Parmigiano Reggiano für die Füllungen. Also kein geriebene Hartkäse, sondern wir bleiben wir bei echter Grana Padano. Schmoren, garen, marinieren, braten und so weiter machen wir einen Tag davor, weil das kalt in die Füllung kommt, aber sonst ist immer Tages. Ja. Und jetzt trägt sich hier wieder der große Vorteil von tiefgefroren ran. Genau, genau. Man kann tagesfrisch produzieren, tagesfrisch eingefrieren und man hat zu Hause das frischeste Produkt. Frischeste Produkt, und wir probieren auch ständig. Wir schicken unsere Ware auch immer wieder ins Labor, um zu gucken, wie verändert sich das Produkt nach 8 Monaten, nach 10 Monaten.